Was denn? Ach, nichts, alles gut. Ich hab Hunger, aber da bin ich noch verändert. Gut, Frau Prüferin. Jawohl, ich bin die Safi, grüß dich. Hallo, ich bin Finn. Hallo, Finn. Jo, wir fahren jetzt zusammen Vorprüfung. Ja. Das ist quasi nichts anderes, als was du mit der Franzi geübt hast. Das zeigt sich halt von deiner guten Seite. Nur, dass von mir rechts hinten. So wie immer also. Ja, super. Ja, genau, so wie immer. Dass von mir rechts hinten die Anweisungen kommen, wo es lang geht. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, kannst du gerne nachfragen. Und dann, bevor wir losfahren, möchte ich gerne noch eine Überprüfung der Feststellbremse sehen. Ja, das können wir natürlich gerne machen. Funktioniert einwandfrei. Ist klar. Na klar, ohne Gang funktioniert die auf jeden Fall, wenn du Gas gibst. Ohne Gang? Ach so. Tja. Na dann machen wir natürlich das noch einmal rein. Ja. funktioniert. Sag natürlich. Funktioniert eigentlich schon. Ich habe es gerade rausgemacht tatsächlich. Ja, funktioniert. Haben wir das auch geschafft? Prima, ja, dann können wir gerne los, wenn du eingeschnallt bist, deine Spiegel alle eingestellt sind. Dann ja, ich bin gerade gefahren. Sollte ich alles. Genau, sollte alles noch am Alten sein. Perfekt. An der Kreuzung vor uns bitte mal bitte links. Bleibst du jetzt auch mal stehen? Willst du noch ganz vorrollen? Ich bin noch stehen geblieben. Na guck mal, wo du stehst. Guck mal, wie der Rest fahren muss. Das weiß auch niemand, wo du hinten bist. So. Ja, die fahren schon im Gegenverkehr, wenn du mal guckst, weil du so weit vorgeholt bist. Naja, Prüfung nach anderthalb Minuten beendet. Quatsch, ich hab erst gemacht. Schon noch alles beim Alten. Wohin? Geradeaus, nichts. Okay. Wir orientieren uns dann bitte Richtung Zentrum. Zentrum? Nee. Okay. Sonst so, wie läuft's? Im Leben. Das freut mich. Ich weiß. Ich wollte eigentlich gerade horchen, wie es mit Theorie läuft bei dir. Überschaubar. Ja. Überschaubar. Wie viele Prüfungssimulationen von 100 hast du? 100 hätte ich machen müssen. Heute 100, ja. Gestern hattest du genau 14. Ich glaube 16. Von 18. Ich weiß nicht, 16. 16? Na Mensch, hast du ja ganze zwei Prüfungssimulationen von gestern zu heute gemacht. Respekt. Wer möchte dann hier links abbiegen? Okay. Wir bleiben hier stehen. Wir halten nicht auf den Schienen an. Wolltest du gar nicht. Ich habe doch geguckt im Spiegel. Okay. Das ist keine Kompetenz von da. Blinker, Schulterblick. Hier? Yep. Dann machst du mal ein bisschen langsam, während du den grauen Peugeot auf
einfach mal bitte rechts rückwärts ein. Hinter dem? Jawohl. So. Was sagst du selbst? Hat ein bisschen lange gedauert natürlich. Ist nicht so, dass ich hier mit einer Stoppuhr sitze, alles gut. Also dafür, dass du erst irgendwie komische Sachen gemacht hast, ist das Ergebnis. Okay. Gut. Fahren wir bitte weiter. Wunderbar. Die alte Dame hier. Und dann wollen wir anschließend nicht der Vorfahrtsstraße folgen. Nee, geradeaus. Aber das hast du gesagt, danach wieder auf wieder nicht, rechts. Nicht Vollfahrtsstraße folgen, geradeaus war nicht. Aber zuerst rechts hast du doch gesagt, wieder rechts, oder ja, nicht? Das war ja jetzt schon rechts. Da, wo du links geblinkt hast, ja. Das haben wir alles auf Aufnahme. Ich möchte mal bitte die Wiederholung hören. Und dann wollen wir anschließend nicht der Vorfahrtsstraße folgen. Was denn? Nichts, alles gut. Wo? Nee. Das sind Hunde, denke ich. Das sind keine Hunde, aber
Das ist quasi eine Katze. Also. Na, pass mal auf, wenn es ein Hase ist, wenn wir uns dran auf dem Telefon. Ja, komm, sag einfach nichts. Was denn? Ach, nichts, alles gut. Was machst du denn? Wie falsch gemacht? Ich habe kurz überlegt, warum du an der grünen Ampel angehalten hast. Weil das war ja rot eigentlich. Es war keine, okay, es war nicht rot, es war grün. Für mich. Ja. Aber ich wollte natürlich nochmal gucken, ob sich alle anderen, ich sag mal, mit Teilnehmern des Straßensystems sich auch an die Ampel halten. Ich habe, weil ich so neu erfahren bin, habe ich nämlich Vertrauen in die Gesellschaft. Vor uns. Ja. Direkt. Hier rein jetzt. Und dann gucken wir rechts. Was sagst du selbst? Wir haben einige Punkte natürlich gehapert, aber ich bin zuversichtlich, dass die Prüfung erfolgreich ist. Ja, waren einige Situationen, die schon echt ein bisschen krass waren, sag ich jetzt mal. Ne? Also, dass da der Franzi einfach eingreifen musste. Ging ja eigentlich schon damit los, dass wir hier vorne sehr in die Kreuzung reingerollt sind, ne? Wo Franzi dann gesagt hat, wir behindern jetzt eigentlich ja schon gerade den klärenden Verkehr. Dann
sind wir weiter Richtung Innenstadt gefahren. Da hast du dann rechts, rückwärts, links eingeparkt. Das war in Ordnung. Bisschen holprig, aber das Ergebnis war in Ordnung. Ja, könnt ihr vielleicht noch mal üben vor der großen Prüfung dann. Hast dann auch zum Beispiel eine ältere Dame rüber gewunken, weil wir sowieso dann warten mussten wegen dem Müllfahrzeug. Das fand ich gut. Ja, also auch so Kleinigkeiten. Dann sind wir wieder da hochgefahren. Und dann die Gagarinstraße rauswärts, das war in Ordnung. Da hast du dich auch in Rücksicht verhalten. Dann kam uns ein Rettungswagen entgegen. Hast auch ein bisschen abgebremst, weil du ja nicht wusstest, ob er vielleicht bei uns noch einbiegen will. Also das war echt super. Hast du gut reagiert. Dann sind wir weiter. Ich hab mir langsam gefahren, das ist unglaublich. Dann sind wir weiter beim Abbiegen. Dann links raus, das war in Ordnung. Rechts, also hast dich immer super einsortiert. Hast auch geguckt, was los ist. Ja, und dann musste man leider nochmal Franzis Fuß missbrauchen. Beziehungsweise, nee, Franzi hat gar nicht eingegriffen. Es war von dir ein Fehlverhalten deinerseits. Die Ampel war rot und wir hatten einen grünen Rechtsabbiegerpfeil auf Glas, also kein Blechpfeil. Und wenn der grüne Pfeil leuchtet, dann können wir einfach fahren. Dann musst du niemanden mehr beachten. Nicht mal die Fußgänger oder so, weil wirklich dann alle anderen rot haben. Der Pfeil bedeutet, fahr. Mhm. Ja. Und da hast du dich dann auch versucht, ein bisschen rauszuwinden. Irrelevant, wenn der grüne Pfeil da ist, fährst du. Ja. Genau.